Diese Geschichte ist unvergesslich. Ich kann mich daran erinnern, als wäre es vor einer Woche passiert, obwohl es schon fast ein Jahr her ist. Meine Familie und ich waren im Urlaub in der Stadt Pampanga, die zu Olongapo gehört. Wir blieben dort fast eine Woche lang. Es war ein sehr langer Weg. Um ehrlich zu sein, war ich so müde, dass ich während der Fahrt nur noch schlafen wollte. Mit der Zeit wurde sie immer länger, bis zu dem Punkt, an dem ich ungeduldig wurde. Ich war schon fast eingeschlafen, als ich plötzlich drei unbekannte Gestalten ohne Gesichter sah, die einfach an der Ecke der Straße standen, als ob sie auf uns warten würden. Alles, was ich sehen konnte, war ihre zerrissene Kleidung mit einigen Blutflecken drauf. Ich bat meine Eltern kurz anzuhalten, um sie zu fragen, ob sie diese Gestalten gesehen hätten. Sie sagten nein. Also dachte ich, dass es nur mein Kopf war, der mir einen Streich spielte. Also ignorierte ich sie und legte mich wieder schlafen, um mir das für später aufzusparen. Als wir an unserer Raststätte in Olongapo ankamen, sah ich die drei Gestalten wieder. Es gelang mir, die Muster der Kleidung einer der drei Gestalten zu erkennen, die ich vorhin gesehen hatte. Aber dieses Mal sah ich ihre Gesichter. Ihre Gesichtsausdrücke konnte man wegen des Sonnenlichts erkennen. Als ich sie genau beobachtete, würde ich sagen, dass sie eine ernsthafte Aura ausstrahlten. Ich dachte, es seien Leute, die nur die Straße bewachen, falls jemand versuchen sollte, ohne einen Fahrschein zu lösen, einzudringen. Aber nein, es waren die drei Typen, die ich vorhin auf der Straße gesehen hatte. Woher wussten sie also, wo wir vorbeikommen würden? Bis heute finde ich es dämlich, dass ich es einfach ignoriert habe. Jedenfalls haben wir die ganzen drei Tage dort genossen. Wir schwammen am Strand, genossen die Aussicht auf den Sonnenuntergang und spielten mit irgendwelchen Leuten vor Ort. An diesem Tag gab es nicht viel zu tun, also war ich damit beschäftigt, einige Aufgaben in unserem Rasthaus zu erledigen. Unser Rasthaus ist ein Bar-Haikubo aus Bambusholz. Und Nipa, das als Dach des Rasthauses dient und 4 Meter lang ist. Bei der Reinigung sah ich einige Kratzspuren an der Decke des Daches. Ich fragte mich, wie das sein konnte. Denn wie konnte jemand so hoch hinauf gelangen, wenn er eine Leiter brauchte, um dort hinaufzuklettern? Trotzdem ignorierte ich dieses Warnsignal. In der Nacht wollten meine Familie und ich gerade schlafen, als wir plötzlich eine Gruppe von Männern hörten, die lauthals schrien. So laut, dass ich fast taub wurde. Dann hörte es für eine Weile auf. Für vielleicht 10 Minuten. Ich hörte es wieder. Aber diesmal war es nicht mehr laut. Sondern sie schrien, als würden sie direkt neben meinem Bett flüstern, das im 2. Stock steht. Jetzt war ich vor Schreck aufgestanden, als ich dieses Geräusch hörte. Nicht nur ich hörte das, sondern auch meine Tante, meine Mutter und meine Nichte. Wir waren alle ganz verblüfft. Also rannten wir nach draußen, um nach diesen Typen zu suchen. Wir haben das ganze Haus abgesucht und nichts gefunden. Wir haben unsere Nachbarn gefragt, ob sie jemanden oder etwas schreien gehört haben. Aber sie antworteten nein. Wir haben dann die Polizei gerufen und ihnen erzählt, was passiert ist. Sie fragten uns, ob wir es sehen konnten. Wir sagten nein, konnten wir nicht. Aber wir haben es geschafft, ihnen von den Schreien zu erzählen. Alle Polizisten dort waren schockiert. Ein Polizist kam zu uns und erzählte uns das Gruseligste, was man jemals hören könnte. Er sagte Folgendes. Seht ihr, die Typen, die ihr Schreien gehört habt, sind gar keine Menschen, sondern Tick-Ticks. Sie suchen nach Beute und fressen sie. Du kannst erkennen, ob sie nahe oder weit weg von deinem Haus sind, wenn du ihre schreiende Stimme hörst. Wenn sie laut sind, sind sie weit weg vom Haus. Aber wenn sie mit leiser Stimme schreien, sind sie in deinem Haus. Manchmal hinterlassen sie vorher eine Kratzspur im Haus eines anderen, um ihr Ziel zu markieren. Wir waren alle völlig schockiert und wurden gleichzeitig nervös. Jetzt machte alles einen Sinn, von den Schreien bis zu den Kratzspuren, die ich vorher gesehen hatte. Die Polizisten sahen die Nervosität und Sorge in unseren Gesichtern. Also eskortierten sie uns zu unserem Rasthaus und sagten uns, wir sollten unsere Sachen packen und zurück nach Manila gehen, um diese Begegnungen zu vermeiden. Wir hatten unsere Sachen bereits am Morgen gepackt und als wir gerade zur Fahrt aufbrechen wollten, begann mein Herz plötzlich schneller zu schlagen. Und ein kalter Schweiß lief mir den Rücken hinunter. Ich sah die drei Jungs wieder. Jetzt hatten sie ein glückliches Gesicht. Ich habe nie mehr in ihre Gesichter geschaut, sobald ich eingestiegen war, um loszufahren. Ich weiß bis heute nicht, wie sie es geschafft haben, uns bis zu unserem Aufenthaltsort zu verfolgen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir noch am Leben waren. Wir haben unseren Freunden und Bekannten nichts davon erzählt.
Ich hoffe, dass ich diese drei Typen nie wiedersehe. Hallo, ich bin Roseanne und ich habe einen Cousin, Corey. Er ist 13 Jahre alt und schlafwandelte früher oft. Eines Tages beschlossen seine Eltern, ihn zu meiner Wohnung und der meines Freundes Noah zu bringen. Da seine Eltern irgendwo weit weg arbeiteten und seine Brüder in der Schule sind. Und Corey war zu dieser Zeit auch krank, also sagten wir ihm, er solle sich ausruhen. Mein Freund bekam einen Anruf von seiner Oma. Weil ich nichts zu tun hatte, folgte ich ihm. Auf dem Weg nach Hause bekam ich eine SMS von Corey, in der stand: Anne, komm jetzt bitte nach Hause. Als wir die Tür öffneten, sahen wir keine Spur von meinem Cousin. Wir suchten beide überall und fanden ihn im Schrank. Seine Augen waren schwarz. Und als mein Freund immer wieder seinen Namen rief und seine Augen wieder normal wurden, erzählte er uns, was passiert war. Bevor er eingeschlafen ist, hat er seinen Kopfhörer und sein Handy auf den Tisch gelegt. Und nachdem er bereits eingeschlafen war, wachte er auf, weil das Licht im Flur an war und das Erste, was er fühlte, sein Kopfhörer war und er dann sein Telefon auf seinem Bauch sah. Er wollte sich gerade hinsetzen, als er eine Frauenstimme hörte, die sagte: Ich werde ihn mitnehmen. Er wird nicht zurückkommen. Er wird nicht zurückkommen. Corey weiß, dass es nicht meine Stimme oder die seiner Mutter war. Also blieb er ruhig. Er hatte auch das Gefühl, dass jemand in sein Zimmer kam und immer wieder nachsah, ob er schlief oder nicht. Und etwas in ihm sagte ihm, er solle seine Augen schließen. Aber vorher bemerkte er, dass sein Telefon und sein Kopfhörer nicht mehr da waren, wo er sie vor dem Schlaf hingelegt hatte. Und dann spürte er, wie sich jemand auf sein Bett setzte und auf ihn krabbelte. Corey schloss seine Augen und betete. Corey sagte, dass es ihn nicht erschreckt hat, da es ihm schon so oft passiert ist. Aber diese Schlaflähmung war anders und das schockierte ihn. Nach gefühlten Stunden setzte er sich hin und das Licht war niemals angewiesen und das Telefon und der Kopfhörer waren nicht in seiner Hand. Er hörte ein Klopfen an der Wand und rannte in unser Zimmer und versteckte sich in unserem Schrank mit seinem Telefon und Kopfhörer, als er mir eine SMS schrieb und sich beruhigte. Wir riefen die Tante meines Freundes, die solche Sachen kennt. Sie sagte uns, dass diese Wesen verrückt seien, dass mein Cousin auf keinen Fall mit ihnen gehen sollte. Wir haben Corey nichts davon erzählt, aber heute haben wir seine drei Brüder gebeten, mit ihm im selben Zimmer zu schlafen, damit der Geist ihn uns nicht wegnimmt. Danke, dass ihr euch diese Geschichte angehört habt. Zum Glück geht es meinem Cousin jetzt wieder gut. Er will nur nicht zu früh schlafen, außer wenn er in der Schule ist. Aber die klopfenden Geräusche haben ihn nie in Ruhe gelassen. Seine Brüder jedoch haben diese nie gehört.